SWA. Von hier für uns. Wir, die Stadtwerke Augsburg, sind das drittgrößte kommunale Energieunternehmen in Bayern. Und wir setzen bereits seit Jahren mit zahlreichen Projekten ein Zeichen für den Klimaschutz in der Region. Der neue Kongress am Park, das Schmuckstück der Stadt, wird hierbei zum Energievorbild. Wir haben die gesamte Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage komplett neu aufgebaut. Und ob Sommer oder Winter, der Besucher wird sich immer wohlfühlen und das bei geringstmöglichen Kosten für die Energie und bei größtmöglichem Schutz für die Umwelt. Der Kongress am Park wurde in ein modernes, multifunktionales Zentrum für Kongresse, Tagungen und Veranstaltungen umgebaut. Der unter Denkmalschutz stehende, markante Sichtbetonbau wurde energetisch umfassend saniert. Deshalb präsentiert sich der Kongress am Park ab Mai 2012 unter dem Motto Green Meetings. Die Stadtwerke Augsburg investieren als Contracting-Partner der Stadt Augsburg rund 6,5 Millionen Euro in ein energieeffizientes Kongresszentrum und sorgen damit für das richtige Klima. Durch kompetentes Energiemanagement und moderne Technik senken die Stadtwerke Augsburg den Energieverbrauch im Kongress am Park um bis zu 70%. Damit wird der Kongress am Park mit uns zum Energievorbild. Um das Erreichen der hohen Effizienzziele sicherzustellen, ist frühzeitig ein intensiver Austausch zwischen Bauherr, Nutzer, Architekt, Fachingenieur, Energieberater und Energiemanager notwendig. Nur im Rahmen dieser integralen Planung können die Aspekte Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Behaglichkeit und Raumluftqualität optimiert werden. Die frühzeitige Begleitung durch das Energiemanagement der Stadtwerke Augsburg stellt dabei sicher, dass nur energieeffiziente Bauteile zum Einsatz kommen und die Anlagen auch im späteren Betrieb nachhaltig mit minimalen Energiekosten betrieben werden können. Eine ganz besondere Herausforderung war hier der Einbau von 23 mannshohen Lüftungs- und Klimageräten. 250.000 Kubikmeter Luft pro Stunde werden hier umgewälzt. Das entspricht 1500 Einfamilienhäusern mit kontrollierter Wohnungslüftung. Das Wichtigste ist der Einbau einer hocheffizienten Wärmerückgewinnung. Die sorgt dafür, dass die verbrauchte warme Luft nicht ungenutzt ins Freie geblasen wird, sondern die Wärme wieder verwendet wird. Die Kühlung im Sommer geschieht über energiesparende Verdunstungskühlung. Hier wird ein Effekt aus der Natur genutzt, den wir alle kennen, nämlich die Abkühlung der Luft, die wir an einem heißen Sommertag nach einem Gewitterregen spüren können. Das Luftkanalnetz wurde so ausgetüftelt, dass möglichst wenig Widerstand den Luftstrom bremst und damit wenig Energie für die Luftförderung benötigt wird. Um die Luftmenge immer an den tatsächlichen Bedarf anzupassen, wurden drehzahlgeregelte Ventilatoren eingebaut. Damit sich die Besucher des Kongresszentrums wohlfühlen, sind Luftqualität, Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit ganz entscheidend. Das wird unter anderem über Luftqualitätsfühler sichergestellt. Hocheffiziente Pumpen transportieren das Heizungswasser zu den Verbrauchern im Gebäude. Moderne Regelungs- und Steuerungstechnik sorgt außerdem dafür, dass nur die Anlagen laufen, die auch tatsächlich gebraucht werden. Um das zu erreichen, wurden 31 Schaltschränke und rund 1000 Fühle und Motoren installiert. Bei der Inbetriebnahme wird die Luftströmung mittels einer Rauchprobe sichtbar gemacht. Die Luftverteilung wurde in allen Räumen optimiert. Im großen Saal wurden in enger Abstimmung mit dem Architekten 145 Luftdüsen in die bestehende Decke eingebaut. Das ist notwendig, damit die frische Luft aus 11 Metern Höhe beim Besucher ankommt. Auf dem Dach des Kongresszentrums wurde eine Photovoltaikanlage errichtet, die Ökostrom aus Sonne liefert und damit das energetische Konzept in diesem Baudenkmal abrundet. Wir
als Stadtwerke übernehmen im Rahmen einer Contracting-Lösung die Wartung und den Betrieb der Anlagen. Die Funktion der Anlagen wird mittels Gebäudeleittechnik überwacht. Darüber hinaus sind wir bei den Stadtwerken auch zuständig für das Energiemanagement. Bereits zu Beginn wurde ein Zählerkonzept entwickelt. Rund 100 Zähler für Wärme, Strom und Wasser wurden installiert, um die Energieverbräuche online zu den Stadtwerken zu übermitteln. Die Auswertung der Energiedaten ist eine Hauptaufgabe des Energiemanagements und gleichzeitig Voraussetzung für einen energieeffizienten Betrieb der Anlagen. Die Stadtwerke Augsburg investieren hier 6,5 Millionen Euro in Energieeffizienz und stärken damit den Wirtschaftsstandort Augsburg. Die Energieeffizienz ist der Schlüssel für das Gelingen der Energiewende. Wir übernehmen mit diesem Projekt Umweltverantwortung. SWA. Von hier für uns.